Hi Leute, und herzlich willkommen hier beim Beat Berlin mit Medisat. Und jetzt bin ich sichtbar, gerade eben hat es irgendwie nicht funktioniert. Jetzt sieht es aber gut aus. So, was machen wir heute? Wir machen uns weiter an unseren Hip-Hop-Gitar-Rock-Beat, weil der Rapperin hat das so sehr gefallen. Die feiert so krass den Beat, dass ich es doch wirklich fertig machen muss. Ich habe ihn ein bisschen verschnellert, das heißt, wir gucken uns das gleich mal an. Ja, und dann kommt der harte Part mit den Real Guitars. Da muss ich mal gucken, wie ich das mache, dass das richtig breit klingt. Okay, Intro und dann geht's los. So, da sind wir wieder. Und wir gucken uns hier unseren Beat an. Aber wir wollen natürlich in dieses Bild wechseln. So, jetzt haben wir es. Ich lasse es mal laufen. Wie gesagt, ich habe es ein bisschen verschnellert auf 95 da oben, weil die Rapperin gesagt hat, ah, der muss ein bisschen schneller gehen. Also, das heißt, hören wir kurz mal an. Okay, ich würde sagen, wir kümmern uns noch nicht um diesen Part. Also das ist der heftige Part, aber ich will noch ein, zwei Sachen hier reinbauen, bevor wir weitergehen. Wie gesagt, der Beat muss relativ zügig, sage ich mal, fertig werden. Das bedeutet, wir haben gar nicht so viel Zeit hier rumzueiern. Und lasst uns gleich mal anfangen. Also was ich hier als Idee habe, habe ich auch schon lange nicht mehr benutzt, aber der Beat ist sowieso ein bisschen anders. Also könnte man vielleicht so ein paar Sachen hier benutzen, die normalerweise nicht in dieser Musik benutzt werden. Und zwar gehen wir hier auf den Contact Player und gucken mal, was wir in den Substance haben. Den finde ich eigentlich ziemlich geil. Denn das können wir so ganz leise drunter laufen lassen. Und wenn der Filter kommt, dann müssen wir auch noch mal was machen, weil das nicht so geil klingt. Also noch ein bisschen was zu tun hier bei dem Beat. Aber für die gleiche Rapperin habe ich jetzt vier Beats fertig gemacht. Die alle kennt ihr. Und ja, ist sehr geil. Also ich freue mich da. Das wird eine Beat-Nerd-EP sozusagen. Also zumindest vom Klang her. Sie hat noch ein paar andere Produzenten, aber ist auf jeden Fall schon sehr geil. Das freut mich. Okay, dann würde ich sagen, wir lassen die mal durchlaufen. Das bedeutet, ja, jetzt müssen wir gucken. Wobei, das war. Okay, also auf jeden Fall sehr, sehr dick. Ein bisschen runterschalten. Machen wir auf voll. Ja, also ihr merkt, Substance ist schon auf jeden Fall was Dickes. Aber ich glaube, der könnte tatsächlich als so Hintergrundding, könnte er schon ganz. Hier müssen wir nur aufpassen, weil die Akkorde sich ändern gerade. Da bin ich mir noch nicht sicher, wie wir das am besten hinkriegen. Aber checken wir mal aus. So. Ansonsten natürlich, wenn ihr wollt, weil ich kriege immer mal wieder Anfragen über E-Mail. Wenn ihr hier sitzen wollt, einfach auf beatnerd.de, nicht Beatnerd Studio, da sind nur die Dienstleistungen und bei beatnerd.de ist der Unterricht sozusagen. Einfach mal quatschen, mich anquatschen. Ich habe heute auch noch eine Schülerin, der ich hier ein bisschen was zeige. Wird auf jeden Fall sehr geil werden. Okay, dann würde ich sagen. Hören wir uns mal ein paar Substances an. Der erste ist schon mal ziemlich fett, aber ich finde den ja unglaublich geil. Er ist wirklich hammermäßig. Vielleicht, und wir kleben das mal hier zusammen, dann kann ich aber ein bisschen leichter damit arbeiten. So. Okay, also gucken wir mal. Ich glaube, es wird zu hoch sein. Ne, zu tief. Was haben wir hier? A. Okay, gucken wir uns mal noch höher an. Weil das könnte ich mir besser vorstellen. Natürlich muss hier auf jeden Fall der Sidechain rein. Machen wir hier. Wir gucken mal. Wir gucken mal. Und ich könnte mir hier vorstellen, auch einen natürlich einen dicken Valhalla.
aber vielleicht nicht so dick, sonst hört man nämlich gar nichts davon. Die Very Nice Hall, die finde ich bisher. Ja? Gucken wir mal, wie das klingt. Also ich finde es gar nicht so schlecht. Ich könnte mir das auch später vorstellen als Bridge. Wisst ihr was? Wir bauen da mal eine Bridge drauf. Was man machen könnte, ist, dass man das ein bisschen leiser reinkommen lässt. Dann haben wir hier die Bridge. Ja, das können wir ein bisschen filtern. Ich glaube, es kann ganz geil kommen. Und ab der Stelle müssen wir natürlich die 808 rausnehmen. Was nehmen wir noch raus? Wir nehmen mal alles raus. Und zwar hier könnte ich mir vorstellen, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber dann geht es in die Bridge rein. Achso, Gitarre, weiß ja nicht. Was wir probieren könnten, ist die hier nochmal zu filtern. Oder, hier bei Pass. Oder was wir probieren könnten, wäre nur einen Teil von der Gitarre reinzunehmen. Wir gucken mal. Wir lassen mal laufen kurz. Finde ich eigentlich ganz geil. Also hier müsste das so langsam reinkommen. Überlege gerade, wie wir das am besten machen. Ich glaube, ich würde es über den Filter machen, weil dann haben wir... Ich muss euch ganz ehrlich sagen, in letzter Zeit mache ich wenig über Volumenautomation, weil wenn ich später irgendwas hier ändern will, dann habe ich nämlich genau das Problem, dass meine Volumenautomation auch geändert werden muss. Und die Simplon-Automation muss eigentlich eher nicht geändert werden. Also gucken wir mal. Ja, wenn er hier so anfängt, so in dem Bereich, könnte ich mir das ganz gut vorstellen. Dann würde ich sagen, machen wir mal den Touch. Okay, das reicht uns auch schon. Also ja, die Automationsart mag ich viel lieber. Und dann ballern wir das. Hier ist der komplett offen und darf so ein bisschen... Ah, komm schon. Hier muss der weg. Ah. Immer ein bisschen nervig, wenn man hier nicht reinkommt. Weil ich will nicht zu viel Müll hier haben, wenn er immer hoch und runter geht. Das nervt dann auf jeden Fall. Ja, es. Ah, machen wir noch den einen weg. Na? Ja. Okay, und dann würde ich sagen, so ein bisschen curvy den reinhauen. Ja. Genau, der kommt ganz tief von unten. Ja, gefällt mir. Ich glaube, ihr hört den kaum, aber also wer nicht gerade einen Subwoofer dran hat. Ja, finde ich ganz geil. Okay, wie gesagt, mein Sorgenkind ist natürlich jetzt hier der Part, weil das muss einfach alles richtig, richtig, richtig fett klingen. Das muss einfach richtig dick klingen. Da müssen wir noch mal gucken. Und was mir hier noch nicht gefällt, ist natürlich die Gitarre. Und zwar der Simplon hier. Ah, wobei, wenn die Stimme drauf kommt, könnte es wieder geil sein. Ah, vielleicht, oder wir machen hier so einen kleinen Auftakt zumindest. Ah, vielleicht die Hi-Hat hier schon mal rein. Weil jetzt wirkt es halt so sehr krass auf einmal in your face. Noch nicht das, was ich suche. Lasst uns doch noch mal eine Reverse Snare hier rein machen. Ich will auch noch mal gleich in unsere Vorlage, in unsere Referenz reinhören. Vielleicht gibt es da noch ein paar Ideen. So, wollen wir uns eine von Splice holen? Ja, wir holen uns eine von Splice. So, Snare. Eigentlich ist es
vollkommen egal, was für eine. Ich hoffe, ich höre das jetzt. Ja, natürlich nicht. Natürlich wieder mal. Genau, ihr merkt, ich bin gerade nicht unterwegs mit meinen Kopfhörern. Krass. Ah, der könnte es sein. Der ist geil. Ich kann euch auch gar nicht sagen, warum nicht. Eigentlich sollte ich das machen, aber manchmal, wie gesagt, ich muss mich erstmal daran gewöhnen. Ich muss mich wirklich daran gewöhnen, dass das hier so funktioniert. So, reversen. Viel kürzer. Also wir gucken mal. Vielleicht muss man den gar nicht so kürzer machen. Vielleicht kann man den so ein bisschen einbauen in das Ganze. Auf jeden Fall viel leiser. Der soll nur so ganz, ganz kurz reinkommen. Den finde ich ganz geil. Und zwar noch nicht mal mit irgendwelchen großartigen Effekten. Wir lassen den mal so. Ja, weil jetzt wirkt dieses der Filter nicht mehr so krass. Alles ist weg. Und da ist ja wirklich nicht viel. Wie gesagt, in der Referenz ist da auch nicht viel. Ich glaube, die haben ein bisschen weniger Filter benutzt als ich. Aber das klingt eigentlich ganz gut. Okay, das heißt praktisch, wir haben hier erste Strophenpart sozusagen. Okay, was man hier machen könnte, wäre natürlich die Snare einfach offen. Ja, der läuft schon. Ja, gibt schon ein bisschen Gas. Okay, es geht ja ganz auf. Hier würde ich auf jeden Fall einen Break machen an der Stelle, wo die Drums rein. Ich glaube hier so ungefähr. Ja, damit das richtig dick kommt. Okay, so, dann wir machen uns mal kurz an die Stelle. Also, was wir hier brauchen, ist keine 808. Das heißt, das kommt jetzt erstmal runter. Und wir brauchen erstmal einen richtigen Bass. Ich werde den wahrscheinlich später sogar einspielen. Wir können später nochmal gucken, ob wir das mit der 808 triggern. Wobei, ich bin nicht sicher. Also das muss einfach richtig dick sein, so rockig dick sein. Aber, und jetzt kommt das Problem, das darf ja nicht runterfallen zur 808. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen Sub-Bass. Weil ansonsten kann es sein, dass praktisch dieser dicke Part kommt und Energie entsteht ja durch Bass. Wir haben dann eine dicke Gitarre, aber irgendwie ist untenrum nicht. Das heißt, die 808 muss, nee, nicht die 808, sondern der Bass muss auf jeden Fall gelayert werden mit ein paar Sachen. Und zwar so, dass dieser Part ein Stück dicker ist als die Strophe. Das wird mal krass. Das wird auf jeden Fall krass. Holen wir uns mal den Rickenbacker. Der ist eigentlich ganz geil. Und der Bass sollte eigentlich die Gitarre nachspielen. Also, ich weiß auch noch nicht, ob ich die Gitarre so lasse. Ich muss mal kurz nochmal reinhören. Ich glaube, ich lasse sie so. Ich habe überlegt, das nochmal ein bisschen knackiger zu machen wie bei der Vorlage. Aber ich glaube, wir lassen das mal in dieser Art. So, okay, dann würde ich sagen, müssen wir jetzt den Bass bauen. Ja, und man merkt schon, der Bass ist halt nicht dick. Hier gibt es den nicht. Das heißt, das ist das Tiefste von unserem Bass. Wird nicht easy. So, gucken wir mal. Ja, es ist halt hoch. Das heißt, wir müssen ihn auf jeden Fall nochmal mit einem Massive oder sowas layern, sonst wird das nicht geil. Okay, gucken wir erstmal. Ich glaube tatsächlich, es wäre fast leichter, den zu spielen. Ich überlege gerade. Wisst ihr was? Wir werden das so machen. Weil ich überlege gerade, aber den so zu programmieren, dass der wie Arsch auf einmal auf die Gitarre passt, das wird schwierig. Also, das heißt, ich gehe jetzt mal, jetzt würde ich euch eigentlich mein Commercial zeigen. Tue ich aber nicht. Ich bin jetzt kurz weg.
So, da bin ich wieder mit, ups, mit einem dicken Bass. Und wir spielen jetzt gleich Bass ein. Ja, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich fühle mich auch so ein bisschen besser. Mach mal den hier an. Wobei ich überlege gerade, eigentlich wollte ich den Camper, glaube ich, gar nicht benutzen dafür. Lasst mich mal ganz kurz überlegen. Ich glaube, wir gehen durch die DI. Das wird, also wenn das jetzt funktioniert, müssen wir mal gucken. Boah, der Bass ist auch schon ein bisschen groß, wie ihr seht. Also da muss man echt aufpassen, dass man sich hier nichts weghaut. Okay, das sind erstmal die Gitarren. Gitarren-Riff. So, und ich glaube, wenn der Part fertig ist, dann ist der Song, bis auf 20 Kleinigkeiten, die man noch machen kann, ist der auch schon fertig. So, Eingang 2 stimmt. Audio machen wir eine. Machen wir hier Bass. So, nur mal gucken, ob der erstens gestimmt ist, weil der... Okay, da kommt schon mal was an. Okay, das passt schon mal. Dann würde ich sagen, holen wir uns den guten alten Guitar Rig. Ich habe in letzter Zeit ganz oft Guitar Rig verwendet als... durch den Rechner und dann mit Effekten rein. Das war ganz komisch. Der klang einfach nicht geil. Also live klang das wirklich überhaupt nicht geil. Aber ich finde jetzt so als für die Produktion klingt das Hammer. Und das benutzen ganz viele. Also, ja. Okay, klingt geil. Nehmen wir so. So, das bedeutet, wir spielen jetzt einfach mal den Bass ein. Jetzt müssen wir mal gerade gucken. Hi-Hat Line. Habe ich hier alles? Was ist das nochmal? Bin ich gerade nicht sicher, was ich hier weggehauen habe. Ach, ich habe das Ganze weggehauen. Ich weiß nicht warum. Ehrlich gesagt. Wahrscheinlich aus Versehen. Okay, der kann erstmal hier wieder nach oben und muten. Und wir spielen hier den Bass ein. Okay, ich werde mal sagen, ich probiere mal ein bisschen. Ich glaube, man darf natürlich nicht zu viel machen, weil das ist ja trotzdem noch immer eher im Rocking-Bereich. Lasst mich noch ganz, ganz kurz stimmen. Immer sehr wichtig. Ja, ihr seht, der hing schon eine Weile. Also hätte ich jetzt eingespielt, dann wäre die Kacke am Dampfen. Nachher zumindest. Also ich weiß nicht, ob das so bleiben wird. Vielleicht spiele ich... Wobei, wisst ihr was? Ich spiele den wirklich so gut ein, dass der bleibt. Weil ich habe keinen Bock dann später... und meistens macht man es auch nicht im Studio. Meistens spielt man einmal ein. Und wenn der nicht komplett in Arsch ist, dann nimmt man den eigentlich. Okay, los geht's. Wir machen mal ab hier. Vielleicht mit einem Slide. Okay, so würde ich ihn nehmen. Machen wir nochmal. Aber ich glaube, das passt. Okay, den muss ich tiefer spielen auf jeden Fall, sonst wirkt der ein bisschen. Ich wollte mal gucken, ob ich das eh höher spiele. Und noch knackiger muss der sein. Ich die letzte Note verhauen, aber es gefällt mir. Ich glaube, das gibt sofort mehr Power, weil es einfach ein bisschen schön. Jetzt ist die Frage, ob ich die Dead Notes reinnehme. Also ich habe jetzt im Moment so gespielt. Ich bin nicht sicher. Ich glaube, ich mache mal eine Version mit Dead Notes und ohne und wir entscheiden dann später mal, welche besser ist. Aber erstmal richtig einspielen. Ah, ich würde ja am liebsten fluchen, aber dann sperrt mich wahrscheinlich Stream.
Fand ich sehr gut. Passt, glaube ich. Dann nehmen wir uns den mal. Wir kopieren das mal. Und jetzt würde ich nämlich eine Version spielen ohne diese Dead Notes. Wir gucken mal. Weil es kann sein, dass die richtig geil kommen. Es kann aber sein, dass die mit der Gitarre ein bisschen zu viel sind. Okay, das war die easigere Version. Jetzt muss ich mal überlegen, wie ich das am besten hier. Nehmen wir erstmal hier alles raus. Dann packe ich den Bass einfach mal hier irgendwo hin. Ich habe leider keinen Platz gerade, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass der Bass jetzt hier ankommt. Okay, so, dann haben wir das erstmal gemacht. Das klingt ein bisschen fetter. Wir hören uns jetzt mal beide Versionen an. Also einmal die mit und einmal ohne. Ich mache auch nichts erstmal mit dem EQ. Wir lassen es erstmal so und gucken mal, ob das breit genug ist ab der Stelle hier. Okay. Dann gucken wir uns die andere mal an. Oder hören uns die mal an. Nee, also ich lasse die mal drinne, aber mir gefällt die andere besser. Erstens, weil die rhythmisch nicht ganz sauber. Es ist auch echt schwierig zu spielen, diese ganze Betonung wirklich in your face. Das heißt praktisch, da macht die einfach mehr. Und die macht auch mehr Sinn, weil wir bauen ja noch ein bisschen was ein. Also das bleibt jetzt nicht das Einzige. Das muss auch ein bisschen dicker sein. Und wie gesagt, was mir halt noch überhaupt null gefällt, sind die Drums. Da muss auf jeden Fall noch eine ganze Menge gemacht werden. Also die werden wir wahrscheinlich nochmal komplett neu bauen müssen. Da bin ich mir auch noch nicht hundertprozentig sicher, wie wir das am besten machen. Aber ich will erstmal zumindest so eine Grundstruktur haben. Lasst uns ganz kurz mal in unseren Reference-Track reinhören, um zu gucken, was da noch ist an der Stelle. So, wo war der Kontra-K? Und schauen wir mal. Ich habe den gestern ein paar Mal gehört, um einfach zu gucken, so, wo an welcher Stelle was ist. Kein Kaliber werden, selbst die weißeste Weste rot. Sie wollen mich. Genau. Das ist noch eine Sache, bevor ich es vergesse. Und zwar, da kommt irgendwo noch so eine Slide-Gitarre rein. Fand ich sehr geil. Ich würde keine Slide-Gitarre reinnehmen, sondern wir nehmen uns hier ein. Wir nehmen uns einen Arcade rein und nehmen uns auch irgendwie sowas cool. Ich würde es aber nicht einspielen, weil umso mehr ich einspiele, umso mehr habe ich das Problem, dass ich das auch sauber mischen muss. Und da ist es mir lieber, ein paar Samples zu nehmen, die schon sauber sind. So, Arcade, Fill, Strophe. Also irgendwas, was den Beat einfach ein bisschen interessanter macht an der Stelle. Und zwar würde ich sagen, müsste das an der Stelle hier sein. Ja. Genau. Okay, dann würde ich sagen, gucken wir mal, wir sind in A-Moll C-Dur, der gute Standard. Ist eigentlich bei Rappern eigentlich fast egal. Oh, ein bisschen laut. Weil die eh rappen. Das Einzige ist, der Beat könnte tiefer oder höher geiler klingen. Das müssen wir nochmal gucken. Ah, hier, dieses Element finde ich sehr geil. Dieses Stockelement wollte ich schon sagen. Ja, guck mal. Na, komm schon. Das. Ist auch ganz geil. Ich würde sagen, spielen wir mal ein. Okay, den können wir uns schenken, können wir gleich mal hier rausnehmen, den R-Button. Gucken mal, wie das klingt. Weil ich will noch ein Element, was noch so ein bisschen so ein ja, Rim-Rhythmus reinmacht. Ja, finde ich,
gar nicht so schwer. Also der erste gefällt mir nicht so sehr, aber später wird es so ein bisschen grooviger, natürlich viel zu laut, aber ich glaube, den können wir hier eigentlich reinnehmen. Wir dürfen uns nur, oder ich darf mich nicht hier verwursteln in diese Sachen, weil ich will ja eigentlich eine Leadline noch. Okay. Alles ein bisschen zu viel. Jetzt nicht so wirklich raus. Also der ist schon der coolste. Wisst ihr was? Wir nehmen den mal, aber wir machen etwas daraus. Und zwar, wir bouncen den mal hier in place. Und dann würde ich sagen, arbeiten wir damit weiter und hier können wir weiter suchen. Weil, wie gesagt, ich finde es ganz geil. Das heißt, den holen wir uns mal hier oben rein bei den Drums. Ich will mich aber jetzt im Moment in der Sekunde nicht so viel um den kümmern, weil wir andere Sorgen haben. Genau, wir lassen ihn erstmal hier. Ich hoffe, ich vergesse. Ich mache den mal rot. Ich mache den mal rot, dann hoffentlich vergesse ich den später nicht, dass der noch bearbeitet werden muss. Aber ich will einfach jetzt hier an der Stelle bleiben. Aber wie gesagt, manchmal ist es so, dass man sich so verhaut in irgendwas, dass man eigentlich vergisst, was man eigentlich machen wollte. Eigentlich brauchen wir das. Sehr geil. Sehr, das könnte ich gar nicht einspielen, weil ich gar nicht die Bottlenecks für den Kram habe. Sehr, sehr geil. Mal sehen, ob das passt. Ich bin gespannt. Aber ich liebe es ja, Dinge zu mischen, die komplett abgefreakt sind. Und ich hoffe auch immer natürlich, dass ich die Leute dafür habe, die gerne auf sowas was machen. Sehr geil, sehr geil. Der passt nicht so hundertprozentig, aber ich will mal was probieren, wenn der so einen überdicken Valhalla bekommt, wie immer natürlich, und zwar richtig dick und sehr weit im Hintergrund. Also ich könnte mir das sehr, sehr gut vorstellen. Wir müssen nur gucken. Es muss ein anderer sein. Also der passt jetzt vom Riffing her nicht, aber ich finde mit dem Valhalla und sehr leise im Hintergrund klingt das schon sehr geil. Der ist ein bisschen zu schnell. Der muss ein bisschen langsamer. Eher sowas. Eher sowas. Wir probieren mal den hier. So, wartet kurz. Nehmen wir mal den hier erstmal. Wobei ich könnte es eigentlich auch einzeichnen. Warte mal, das mache ich mal. Achso, jetzt habe ich den nicht. Egal, dann nehmen wir ihn nochmal auf. Den finde ich aber sehr geil. Okay, das einzige Problem ist, das klingt halt schon unfassbar krass nach Country. Okay, wir machen mal Valhalla und ganz dünn. Ah, der müsste ein bisschen böser klingen. Lass mich mal überlegen. Oder wir machen es so, dass wir wirklich nur diese erste Note hier reinnehmen. Und hier. Ein bisschen weniger. Thank you.
Leider kickt mich das nicht. Ich wünschte, es würde, aber das klingt mir ein bisschen auch alles zu durig. Ich überlege gerade, ob man, wenn wir es auf A minor, aber es bringt nichts, weil es ist ja C-Dur A minor. Leider ist ich glaube, das Problem ist, dass die Musikart einfach ein bisschen so ist. Aber ist egal, wir finden schon mal. Oder irgendwie, ah, wobei ich würde schon gerne einen Effekt. Oder was wir überlegen könnten, ist, dass wir uns was einspielen lassen. Vom. Wir gucken gleich mal. Ja, vielleicht von Drip. Aber wir gucken mal. Wir probieren mal noch ein bisschen was aus. Ist eigentlich auch ganz geil. Wir probieren mal beide. Reicht auch schon, sonst brauchen wir mal zu ewig. Machen wir den mal hier voll. Na, komm schon. So. Und laufen lassen. Ich sag mal so, wir lassen den mal drin. Weil der könnte vielleicht noch ganz geil sein, um irgendwo mitzumischen. Solche Effekte mag ich ja, so eine Art Textur, aber ist halt kein Lied. Wir gucken mal den anderen. Und ich weiß nicht, wer es gesehen hat, aber bei den Oscars hat Hans Zimmer wieder einen Oscar abgesandt für Soundtrack von Dune. Hammermäßig, ich finde den Dune-Soundtrack ist einfach. Hans Zimmer sowieso, es ist einfach ein Zimmer. Der Typ ist einfach mal so mega krass. Einfach so mega krass. Das passt alles nicht zu unserem Style. Ich will eigentlich ungern was einspielen, muss ich euch ehrlich sagen. Sagen. Ich glaube, wir haben es gefunden. Das kickt mich jetzt gerade. Auch wieder hier, Valhalla. Wobei hier nicht so viel, weil wir müssen, das soll ja so ein bisschen dranbleiben. Und vielleicht gibt es hier noch ein paar geile Effekte. Wir gucken mal. Wartet. Vielleicht so ein bisschen in die Richtung. Ah. Ja, bisschen. Okay. Finde ich sehr geil. Sehr, sehr, sehr geil. Das muss jetzt nur noch richtig reingebaut werden, weil es natürlich jetzt schon ein bisschen sehr präsent ist. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall hier mit einem EQ gucken, wo wir das Ganze reinlegen. Es darf nicht zu hoch sein. Sonst nehme ich der Rap ein bisschen weg. Finde ich sehr geil. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich die ganze Linie will, ehrlich gesagt. Aber wir behalten sie erstmal drin. Finde ich sehr, sehr geil. Gefällt mir sehr gut. Wir schieben das aber ein bisschen in die Saiten. Im Moment ist es natürlich so, das ist immer leider das Problem, wenn man eine Liedlinie hört und dann das praktisch im gesamten Kontext. Jetzt fällt mir diese Liedlinie halt extrem auf, weil ich gerade unendlich darauf achte. Deswegen muss ich mal ein bisschen alles hören. Und ich überlege gerade, ob man die auch vielleicht ein bisschen reinfiltert. Also, okay, wir hören mal rein. Thank you.
überlege gerade, ob wir hier vielleicht sogar eine kleine Änderung machen. Wartet kurz. Ja, ich würde fast gerne den hier reinmachen. Nee, und zwar hier. Ja, genau so. Weil später kann das ein bisschen weniger sein, weil wir die Kick haben, aber hier ist halt sehr, sehr wenig drin. Das heißt, ich würde schon gerne mit der Hi-Hat sozusagen ein bisschen mehr Action machen. Die finde ich auch cool. Also die habe ich jetzt gerade gar nicht gemerkt. Es ist mir nicht aufgefallen, dass irgendwie negativ was ist. Also klingt's gut. So, gucken wir mal. Ah, wobei, ich würde den tatsächlich doch eher lieber hier reinmachen und dann vielleicht sogar eher hier ein bisschen gefiltert bauen, weil jetzt ist noch zu früh. Weil jetzt kommt die 808 erstmal rein. Und alles wird dick. Auch der ist noch zu viel, merke ich. Das passt erstmal. Okay. Ja, hier passt das sehr gut rein. Und ich merke gerade, dass der hier auch sehr geil noch seine Arbeit tut. Lassen wir nochmal kurz laufen. Ich würde den sogar auch nochmal hier weiterlaufen. Und. Ja. Also ja, jetzt wird es natürlich sehr, sehr matschig, dadurch, dass hier noch nichts gemacht ist und die Drums auch noch immer echt fies klingen. Wir machen mal eine Sache, wir werden schon mal den Bass ein kleines bisschen ausdünnen, weil er ist mir einfach zu dick hier. Ja, viel zu laut alles. Boah, krass. Also der dröhnt hier nur erstmal. Wobei, der dröhnt auch natürlich, weil ich hier das Reference gerade auch nicht anhabe. Also wie gesagt, das muss auf jeden Fall später gemischt werden, das ist gar keine Frage. Und vielleicht ist aber trotzdem fett genug. Also hier muss auf jeden Fall noch mal ein bisschen unten was liegen. Wir gucken uns ganz kurz, was sagt die Zeit? Wir sind schon fast wieder über unsere Zeit heute. Aber wir hören mal kurz rein, was Contra K hier noch im Beat hat. Ah, okay. Immer wieder feststellen, die Wichser sind noch längst nicht tot. Du kannst es haben, ich geb dir alles wieder. Den Hype, den Hass, die Features. Behalt das Licht, also den Fame, den Lieder. So denn dick. Die reinste Form von Hass ist Social Media. Sag mir, wieso du mich hast. Ja, also was hier ist, die Drums sind ultra fett, auch dadurch, dass sie jetzt nicht so viel spielen, haben die halt einen krassen Raum. Wir machen mal erstmal so ein bisschen Valhalla als Pre-Ding rauf. Wir gucken mal, ob wir hier irgendwas für Drums haben, irgendwas Größeres für Drums, Fat Snare. Ja, also wie gesagt, eigentlich müssten wir das Ganze einzeln machen. Wir hören mal kurz rein. Ja, also lassen wir es erstmal so. Lasst mich kurz überlegen. Dann gibt es hier noch so einen Auftakt praktisch. Ich überlege gerade, wie wir den am besten machen könnten. Wir könnten eigentlich den letzten Akkord hier mitspielen und den hochziehen lassen langsam. Ich glaube, das müssten wir sogar machen. Das bedeutet, ich werde nochmal zur Gitarre greifen. Tatsächlich. Ich hätte es nicht mehr gedacht, dass ich das heute noch mache, aber... Müssen wir mal gucken. Ich glaube, das ist das E. Also praktisch der letzte Akkord. Vielleicht sogar reversed. Hier so an der Stelle ungefähr. Das müssen wir mal gucken. Kommt hier nichts. Ah, es kommt nichts an, weil ich natürlich das falsche Kabel hier habe. Ehrlicherweise, da ist das Richtige. So, ich werde jetzt mal kurz nicht, dass eure Boxen hier gleich hochgehen. Ah, gehen sie trotzdem. Okay, ich würde sagen, wir probieren mal was.
Nee, warte mal. Jetzt muss ich mal nach hinten denken. Und zwar, wir wollen ja hier rein. Aber ich kopiere mir mal nochmal eine Spur. Und das wird meine Reverse-Gitarre. Machen wir erstmal so. Okay, jetzt muss ich kurz mal überlegen. Ich spiele, glaube ich, mal alles mit. Genau, das ist es. Das heißt, ich will nur dieses. Wobei, eigentlich wäre es natürlich geiler, das nicht nur hier an diesem kurzen Stück, sondern das vollkommen hoch zu jagen. Da müssen wir mal gucken, ob vielleicht der E-Akkord über alles passen könnte und dass wir den so langsam hochziehen. Aber wir probieren es erstmal damit. Das heißt praktisch, wir schauen mal, wie es aussieht, wenn wir den reversen. So. Und jetzt müssten wir natürlich das Ganze einfaden lassen. Ja, das ist erstmal nur ein Test, ob das überhaupt klappen könnte. Ja, das würde klappen. Und ich würde das aber dann, machen wir den erstmal kurz weg, ich würde das gerne über den kompletten Lauf machen. Wir müssen mal gucken, ob der E so lang klingt. Ja, okay, der wird jetzt nämlich reversed. Und jetzt würde der hier schon anfangen zu laufen, aber mit einem krassen Fade. So, mal gucken, ob da überhaupt noch was ist. Wir gucken mal nochmal, wie es bei Contra K ist. Ich geb dir alles wieder, den Hype, den Hass, okay. Die Features, behalt das Licht, den Fame, da kommt die es. Lieder, denn die reinste Form von Hass ist Social Media. Sag. Okay, der macht es anders, der lässt einfach das hier einfaden. Könnte man auch machen, dann lasst uns vielleicht nochmal gucken, dann, also was heißt einfaden, der lässt es einfach ab hier ungefähr symphonisieren. Ich glaube, das probieren wir mal. Wir probieren das mal. Wäre vielleicht auch gar nicht so eine schlechte Idee. Das bedeutet, dass wir... Müssen wir mal gucken, wie der klingt. So. Mal sehen. Okay. So, lasst mich mal überlegen. Ah, das wird jetzt echt tricky. Also, Touch. Okay. Dann nehmen wir den Touch hier wieder raus und bauen uns jetzt praktisch den Übergang hier rein. Ah, das wird auch wieder später eine Arbeit, weil ich muss hier noch Effekte reinmachen. Naja, egal. Wie gesagt, wenn man gerade im Flow ist, dann ist es schon geil, wenn man dabei ist. So, hier muss es auf jeden Fall alles offen sein. Ich weiß gar nicht, ob wir nicht vielleicht sogar... Warte mal, dann brauchen wir erstmal die Gitarre gar nicht mehr vorerst. Das könnte sogar eigentlich ganz geil kommen, ehrlich gesagt. Okay, und dann würde ich sagen, auch nochmal so ein bisschen krasser. Also wirklich, dass nur am Ende das Ganze kommt. Schauen wir mal, wie das klingt. Ja, es geht schon in die richtige Richtung. Ich überlege nur gerade, hier müssen wir auf jeden Fall voll sein. Ich glaube, der darf schon ein kleines bisschen früher da sein, habe ich so das Gefühl. Das heißt so ab, oder ich überlege gerade, wir machen mal noch eine Sektion und zwar bis hierhin vielleicht und dann geht er gerade hoch. Wir schauen mal. Ah, nee, das jetzt ist er zu.
jetzt ist am Anfang nicht genug da. Vielleicht müssen wir ihn am Anfang ein bisschen mehr reinbringen. Und vielleicht ab hier. Ja, was mir am Bass noch nicht so hundertprozentig gefällt, ich weiß nicht, ob der, aber der spielt ja jetzt den Rhythmus mit. Es kann auch sein, dass der einfach zu laut ist gerade. Wartet mal. Das passt, finde ich, ganz gut. Dann lasst uns hier einfach mal die Bridge noch mal bauen. Ich hatte ja irgendwie die Möglichkeit, wie war das hier? Also wir wollen das hier alles kopieren. Locator-Punkte kopieren, global, ja. Und wir wollen die hier wieder dran haben. Mal sehen, einfügen global. Ah, sehr gut. Perfekt. Okay, den hat er jetzt hier so ein bisschen abgeschnitten, was aber gar nicht so schlimm ist, weil... Machen wir ihn mal einfach voll. Okay, das müsste eigentlich passen. Okay, gucken wir mal, wo wir von der Zeit sind, ob das jetzt schon das Ende sein könnte oder 2:14. Ah, ich will vielleicht nochmal den Refrain bringen. Also so eine Art Doppelchorus hier an der Stelle. Na gut, das hängt jetzt natürlich davon ab, ob die Rapperin sagt, nee, ich will jetzt nochmal. Wir kopieren das einfach mal. Und fügen das hier ein. Ich hoffe, das geht jetzt hier. Und einfügen. Ja, perfekt. Und dann, also wir haben jetzt einen Doppelchorus praktisch. Da gucken wir einfach mal, ob das jetzt Sinn macht oder ob das funktioniert. Wie gesagt, das wird beim Mixing nochmal ein richtiger Hammer werden. Und dann würde ich sagen, könnten wir hier am Ende, nehmen wir mal unsere Kick und Snare, aber abgedämpft. Also praktisch gefiltert. Okay, hat er hier abgeschnitten. Den brauchen wir natürlich noch, den letzten. Und ich würde vielleicht überlegen, ob wir den hier reinnehmen. Ja. Das... gefällt mir schon ganz gut. Jetzt haben wir zumindest Arrangement, wir haben eine Grundidee von dem Ganzen. Wie gesagt, das nächste ist jetzt praktisch wirklich das Ganze so mixen, dass das vernünftig klingt. Gerade die Drums, die werden nochmal richtig krass editiert werden müssen. Also wirklich nochmal einzeln eingespielt. Ich habe da ein paar Ideen, ich bin mir noch nicht sicher, wie ich es mache. Dann würde ich sagen, das schicke ich jetzt praktisch der Rapperin. Sie macht ihren Rap drauf, schickt ihn mir wieder, ich packe ihn unten rein. Und dann fange ich an, die kleinen Sachen zu machen, wo man sagt, ah, hier ist noch ein Fill und hier ist nochmal was anderes. Ich glaube, das könnte ein sehr, sehr geiles Ding werden. Also, wenn ihr weiter dabei bleiben wollt, dann natürlich hier bei Twitch. Wir machen einen Stream bei Twitch, abonnieren. Ansonsten bei YouTube natürlich. Und wenn ihr Bock habt, www.beatnerdstudio.com
oder www.beatnote.de. Da könnt ihr mich erreichen. Wir sehen uns morgen wieder. Stay tuned.